Der schlimmste deutsche Serienmörder. Er wird auch der Todmacher genannt. Die Rede ist von Rudolf Pleil. Er war ein deutscher Serienmörder, der mindestens 10 und nach seinen eigenen Angaben sogar 25 Morde begangen haben soll. Zwischen 1946 und 1947 arbeitete er als Grenzgänger zwischen Ost- und Westdeutschland und verhalf vor allem Frauen, illegal über die Grenze zu kommen, benutzte das jedoch als Vorwand, um sie eigentlich sexuell zu missbrauchen und zu ermorden. Ein Beispiel von vielen: er lockte eine Dame zu einem Güterbahnhof, bei dem er mit einem Komplizen zusammen sie schändete, währenddessen ihr Komplize mit einem Messer immer und immer wieder ihren Kopf zertrümmerte, währenddessen sie noch am Leben war. Meist verstümmelte er die Leichen, verscharrte sie im Wald oder warf sie einfach in einen Bach rein. Letztendlich wurde er tatsächlich sogar geschnappt und inhaftiert, hat sich aber 1958 in seiner Zelle selbst erhangen. Ziemlich verstörend. Falls ihr mehr Short-Videos sehen möchtet, folgt mir sehr, sehr gerne.